Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge hatten wir einen chaotischen Vormittag, Morgen. Die Kinder sind früh aus dem Betten gefallen, mussten erstmal Hausaufgaben machen. Nalina hatte dann keine Lust mehr, hat dann stattdessen lieber ein bisschen Fernsehen geguckt und gefrühstückt und hat natürlich, bevor der Schulbus kam, ihre Hausaufgaben nicht mehr fertig bekommen. Melissa war da ein bisschen besser drauf, die hat es noch geschafft. Bei Manuel war irgendwie der Notstand aufgetreten, dass er A zu müde war und B zu hungrig, um auf die Arbeit zu gehen. Also das haben wir auch leider noch nicht geschafft. Und Regina war nur am Putzen, Kümmern, Machen, Tun mit Bengelchen und allem. Jetzt hat der Kleine Geburtstag gleich und wir wollten ja eigentlich eventuell ein bisschen feiern wenigstens. Also, wir haben nämlich 17 Uhr, das heißt, das dauert nicht mehr lange. Das heißt, wenigstens mal die Großeltern einzuladen, finde ich, ist Pflicht. Machen wir jetzt eine Party draus? Ja Gott, warum nicht? Geburtstagsparty. Das heißt, für ein, zwei Kleinigkeiten sollten wir dann natürlich auch sorgen. Und zwar... Party. Wir brauchen einen Kuchen. Ganz klare Sache. Den brauchen wir. Zack. Und vielleicht wenigstens noch einen Luftballon mal so und einen mal so. Schön bunt. Und dann sollte das reichen. So viel mehr ist die Kasse nicht da und ja. Aber das sollten wir jetzt mal tun. So, Nalina guckt noch Fernsehen. Oh, sie sollte mal ganz dringend, bevor irgendwas anderes noch passiert, auf Toilette marschieren. Geh mal benutzen und Hände waschen. Klecks ist am Essen. Du willst was machen? Nee, lass jetzt mal das Baby in Ruhe. Unser kleiner Mann kommt gleich. Du gehst bitte auch mal auf Toilette. Was macht denn jetzt Manuel am besten? Der könnte sich kurz mal um den Kleinen kümmern. Und den beknuddeln und so. Ja. Komm erst mal aus dem Bett raus. Tja, dann hat das ja, wie gesagt, vor dem Geburtstag mit dem Arbeiten gehen nicht so ganz geklappt. So, Bengelchen halten, das können wir schon mal festmachen. Ich hoffe, die kommen alle noch frühzeitig. So, wen wollen wir denn mal einladen? Natürlich, die Elise ist ganz klar. Wo ist der Felix? Der muss natürlich auch dabei sein. Machen wir jetzt nur im kleinen Kreis oder wollen wir auch noch andere Leute einladen? Wen haben wir denn da? Die Pamela, den Cornelius, die Lise und den Max. Ach Gottchen. Ja Gott, warum eigentlich nicht? Ist ja auch Käse. Packen wir die auch noch dazu und gut ist. Dann sind ein paar Leute da und dann ist das in Ordnung. Sudle. Die Gäste sind erschienen, aber eben nicht alle. Das kennen wir ja schon. La la la. Und du knuddelst ihn gerade mal noch. Zu viel mehr wird's nicht reichen. Und dann heißt es direkt zum Kuchen, bevor das Kind altert und wir da nichts mehr von mitbekommen. So, kannst du irgendwo Musik anmachen? Haben wir eigentlich überhaupt was für Musik in dem Haus? Nö, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Wir haben nichts für Musik hier. Kein Stereoanlagen-Dings-Bums. Na, das geht nicht. Haben wir was im Inventar davon vielleicht noch? Nö, ich glaube nicht bei ihr. Bestimmt nicht. Ich guck aber mal. Nicht, dass ich da was vergesse. Nö. Okay, also eine Stereoanlage muss ja mal drin sein. Das geht ja nicht. Die können ja keine Party machen ohne Anlage. Das ist ja wohl... Die kostet auch nicht viel, ne? Die in hell? Oh, passt in hell ganz gut zu den Möbeln. So, Quatsch. Genau, dann machst du mal einschalten und das machst du aus. So, zack. Hey, hey, hier geblieben. Auf geht's, runter.
Beeil dich mal ein bisschen. Oh, das hasse ich immer, dass das immer so ewig dauert, bis die... Ja. Mhm. Ja, Kinder, für euch habe ich jetzt gar keinen Nerv. Kommt alle lieber her und lasst uns feiern. Und er spaziert wieder im Schlafanzug rum. Ich fasse es nicht, ey. Oh, okay. Komm, auf geht's. Ach nö. Bengelchen ist vom Baby zum Kleinkind herangewachsen. Sehr schön. Ohne den Kuchen auszupusten. Natürlich. Ich sag, es wird nie was. Okay, dann spiel mal mit dem kleinen Kerl, indem du ihn ein bisschen kitzelst. Dann darfst du ihn knuddeln und küssen und da absetzen. So. Stinken. Ja, komm, mach ihn. Mhm. Ja, schnarchlangweilig. Oh, immerhin, Freundschaften werden geschlossen. Ist das Bengelchen, wer so stinkt? Ja, 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 immer mit Ruhe. So. Wer müffelt denn hier so? Bengelchen? Auweia. Ja, Bengelchen stinkt. Getragen werden, getragen werden, getragen. Och, wir lassen mal die Oma tragen. Das ist doch mal eine Maßnahme. Will mal gleich mit der Oma Kontakt aufnehmen. So. Du gehst mal bitte derweil, wer ist denn da schon wieder unter der Dusche? Och, ehrlich hier, ich werd noch wahnsinnig heute. Dann geh du mal schnell da duschen, zack. So, was machen denn die anderen? Nein, du trägst nicht, du übrigens auch nicht. Und du, ach, du bist da am Duschen, okay. Gut, ihn hab ich jetzt, du kannst mal bitte, das aufräumen und was könntest du denn mal servieren? Crêpes Suzette? Hm. Abendessen? Hamburger. Hamburger finde ich super. Mach mal ein paar Hamburger für die Gäste. So, und du, achso, du bist beschäftigt. Du kannst mal... Nein! Du trägst jetzt das Bengelchen nicht. Du kannst mal hier dich mit deinem Opa unterhalten. Reden, über Hobby reden, Kochkunst, ja, das ist ja Opa-Sache. Der hat ja immerhin sehr gut kochen gelernt. Was kannst du noch mit dem machen? Streich spielen? Nee, komm. Hä? Jo, geh mal eine Runde fangen mit dem Spielen. Das ist auch eine gute Sache. Mhm. Und die Oma hat tatsächlich das Bengelchen in der Hand. Sehr schön. Wie, was? Du beschwerst dich über ein dreckiges Katzenklo? Mädel, dann mach sauber. Und lass bitte die Musik an. Wir haben Party hier. Ja, sie will ihm natürlich was zu essen geben. Das war klar, dass sie nicht auf die Idee kommt, ihn zu baden. Ja. Ach ja, und das Bengelchen ist total... Naja. Jetzt sitzen sie im Weg. Ich glaub's jetzt nicht. Könnt ihr nicht mal woanders hin? Ja gut, okay. Ich muss noch einen Moment warten. So. Mädel, du gehst mal bitte tanzen. Zack. Was macht eigentlich er schon wieder? Ah, er könnte dann auch mal runterkommen. Und auch mal hier tanzen. Zack. Mhm. Komm, hol die Leute rüber, damit deine Mama endlich kochen kann. Weiter zubereiten. Hopp. Aha. Ja, und da wird getanzt. Was will denn Cupcake? Schmusen? Nee, da können wir jetzt nichts machen. Gefragt werden. Mhm. Gut.
Ja, sie serviert, das ist wunderbar. Du könntest mal kurz deinen Sohn schnappen. Und die Windel wechseln. So, dann ist das nämlich auch weg und er stinkt nicht mehr so. Sie ist noch mit dem Opa am Spielen und du bist am Tanzen und könntest mal kurz ans Telefon. Zack. So. Nee, wir sind beschäftigt. Wir können jetzt niemanden sprechen. Also die Leute rufen aber auch immer echt in den ungünstigsten Momenten an. Das ist einfach so. Und Kleck sitzt wieder oben auf dem Ding. Ja, das ist es. Interessiert jetzt kein Mensch. So, und zum Essen rufen. Gäste. Und du auch. Komm, essen. Und du? Nee, du kannst auch was essen. Komm, schnapp dir auch einen Teller. So. Ja, und schon geht's ihm besser, glaube ich mal, ne? Jawohl, sieht doch schon alles viel besser aus. So, was möchte denn der kleine Mann? Ein Spielzeug haben, laufen lernen, sprechen lernen und gekitzelt werden. Wenn wir mal laufen lernen, fest. Jetzt weiß ich nicht mehr, hatten wir eigentlich die Babysachen irgendwo im Inventar? Und wenn ja, bei wem? Ich guck noch mal nach. Sie will schon wieder ein Baby. Nein, gibt keine Babys mehr hier. Babys ausverkauft. Echt, Leute, ich will keine Babys mehr. Ich krieg die Krise. Das wird mir sowieso schon zu viel. Was haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwas in Richtung Spielzeug für Klein? Nee, haben wir nicht. Das heißt, die ganzen schönen Sachen, die unser lieber kleiner Mann so braucht, müssen wir alle noch mal kaufen. Gut, dann legen wir mal los. Einmal was für die Logik. Wo packt man das ganze Zeug hin? Oder haben wir das unten rumliegen? Nee, das haben wir. Ich überlege jetzt gerade, wo ich das am sinnvollsten hinpacke. Ja, mal so irgendwie. Das ist okay. Zack, einmal. Dann so ein Wackelninchen. Das kann man mal irgendwie da hinstellen. Oder da. Und ein Xylophon. Wo braucht man denn ein Xylophon? Das geht, glaube ich, hier ganz gut, ohne dass es im Weg ist. So. Dann brauchen wir natürlich, braucht ein Kind einen Teddybären. Das geht ja mal gar nicht, dass kein Teddybär da ist. Und vielleicht auch noch oder hatten wir die Kindersachen bei den Kids drin? Weiß ich nicht. Egal. Teddybär reicht da oben erstmal. So, was brauchen wir noch? Töpfchen. Töpfchen. Töpfchen ist wichtig. Ein Töpfchen hier. Und natürlich auch eins für unten. Jetzt habe ich so ein weißes, eins mit Bärchenkopf. Brauchen wir eins mit Bärchen. Das Bärchentöpfchen ist wichtig. So, jetzt wohin damit? Das weiß ich nicht, ob das passt. Könnte schwierig werden. Und dahin geht's nicht, weil da kommen sie nicht vorbei. Nee, ja, müssen wir wohl mit dem kleinen Mann immer nach oben rennen. Das wird sonst nichts. Wir könnten es natürlich hier vor die komische Tür stellen. Ja Gott, warum nicht? Hauptsache, es steht da noch ein Töpfchen, was unten benutzbar ist. Und ja, braucht man einen Hochstuhl für den kleinen Kerl? Na, vorerst nicht. So, zack. Weiter geht's. Ach, jetzt habe ich das weggedrückt. Na egal, kommt wieder. So. Dann, was hast du da? Tragen, ja. Und dann knuddelst du ihn nochmal und gehst wieder runter mit ihm. Engelchen hier absetzen. Genau. So. Und weiter geht's im Text. Ist Musik noch an?
Nein, habe ich jetzt die Musik ausgemacht? Na, egal. So, und die unterhalten sich prima und essen schön. Das ist wunderbar. Und Kleck sitzt auf seinem Thron und guckt zu. Ich habe alles im Blick, Leute. Alles im Blick. Ach ja. So, und der Papa hat bestimmt auch Hunger und wollte irgendwas essen, ne? Haben wir da noch was für den? Nee, das hat die Mama in den Finger. Oh, für den Papa ist nichts übrig geblieben. Haben wir noch einen Rest? Ja, komm, dann nimm mir irgendeinen Rest. Von irgendwas, keine Ahnung. Ja, alle haben was zu essen gekriegt und er muss mit gefüllten Waffeln vorlieb nehmen. Das haben wir gern. So, was macht denn unser Engelchen? Du gehst jetzt nicht an diese eklige Flasche da. Nein, du brauchst nichts trinken. Du kannst mal, wen kannst denn du mal nerven? Ja, mach, was du willst, genau. Sehr fein. So, Regina hat aufgegessen, das ist schon mal gut. Dann könntest du doch mal, genau, dich mit der Pamela unterhalten. Insiderwitz erzählen und reden, tratschen und mal von Hobbys erzählen. Das machen wir ja auch selten genug. Natur, da haben wir schon ewig nicht mehr drüber gesprochen. So, Nalina, du kannst dich nützlich machen, indem du mal abspülst. Zack. Mahlzeit. Und dann kannst du mal den Opa unterhalten und mit ihm über Hobbys reden. Oh, und der Opa versucht mit dem Kleinen zu spielen. Das ist ja süß. Och, goldig. Du bist noch am Essen, ja. Und du? Ey, hallo. Stopp. Nix gibt's. Och, und schon wieder wird's zur Katastrophe. Ich verstehe das nicht. Mach mal hier bitte wieder an. Das ist das, was ich nie kapiere. Irgendwie, dass das immer so ausufert da. Wo läufst du hin, um das olle Ding anzuschalten? Tanzen. Mach mal Volkstanz. Komm. Wo ist denn das? Los geht's, Volkstanz. Jawohl. Aha. Und du kannst auch mal hier Witzken erzählen und reden. Musikotanz. Oh Gott. Leute, warum funktioniert das immer nicht? Er hat die Party gemacht, ne? Oder wer war das jetzt gewesen? Und kümmert sich quasi nicht drum. Ach, egal. Mit Felix mitmachen. So, ihr zwei könntet mal abhängen. Komm. Reden, abhängen. So. Zack. Nix gibt's sitzen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Geht das noch? Gemeinsam abhängen. Gemeinsam abhängen. Okay. Wer ist hier irgendwo am Jammern? Sie schläft. Okay. Aha. Melakoya, Polnesinogo. Ding Steiki. Ja, absolute Katastrophe. War ja klar, wir kriegen es wieder nicht gebacken. Oder ich krieg's wieder nicht gebacken. Schade. Naja, gut, es war ja in dem Sinn eh kein Wunsch. Also insofern, alles halb so wild. So, und alle sind müde und fixen alle. Das heißt, wir machen uns Bett fertig. Geh mal säubern, benutzen, duschen. Zack. Was ist mit ihm? Ihm geht's noch ganz gut. Wie geht's denn dem Bengelchen? Ja, eigentlich auch ganz gut. So. Das heißt, wir können uns den kleinen Mann mal schnappen.
mal kurz mit ihm reden, ihn das Töpfchen gewöhnen. So, was ist mit euch los? Sie bräuchte Hygiene. Duschen. Och, es ist zwar schon spät. Wo hat die denn jetzt ihre Hausaufgaben? Ach, die hatte die Hausaufgaben schon gemacht, glaube ich. Das ist gut. Nalina liegt eh im Bett. Da können wir eh nichts mehr machen. Ja, gut. Dann haben wir sie alle soweit versorgt, hoffe ich. Und tschüss, liebe Leute. Sudili. Bye bye. Aber wenigstens waren die Großeltern mal wieder zu Besuch und wir haben ein bisschen was mit denen gemacht. Und ja, jetzt heißt es einen Tag noch irgendwie hinkriegen, dass Manuel auf die Arbeit kommt und wir noch mal ein bisschen Geld ranholen. Und dann steht endlich unser Urlaub auf dem Plan. Und danach heißt es eigentlich für mich auch mal wieder in den Haushalt von Felix und Elise zu gehen, weil, wie gesagt, das wird ja total vernachlässigt momentan. Da geht ja nichts mehr. Ja, geh erstmal duschen. Du kannst dich danach ins Bett verziehen. Ist gar kein Thema. So, Abmarsch. So, das ist fein. Dann können wir den knuddeln und kitzeln und küssen. Und dann kann der nämlich ins Bett. Der kleine Mann. Ab damit. Da müssen wir mal gucken, ob die Katzen noch irgendwas brauchen. Aber im Napf ist noch was drin. Oh Gott, da unten liegen noch Sachen auf dem Dings. Naja. So, wenn du geduscht hast, gehst du bitte schlafen. Gott, schon wieder so spät geworden. Und du kannst hier wenigstens noch den Rest weglegen, wegwerfen, vielleicht nochmal füllen. Und dann gehst du auch schlafen. Hops. Da. Was macht denn... Melissa, was willst du denn tun? Dein Bruder ist gerade ins Bett gebracht worden. Was wollt ihr immer alle mit den Babys? Echt, das muss mal einer verstehen hier. Zurück mit dir. Ja, und tschüss. Einmal kurz durchs Haus gelaufen und bye bye. Das ist ja nicht zu fassen hier. Ach, nee. Oh, und meine Zeit ist eigentlich auch schon wieder rum. Okay, dann machen wir das jetzt im Schnelldurchgang. Dass er dann auch wieder im Bett liegt. So, du hast da einen Mülleimer stehen. Warum trägst du das jetzt nach draußen? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich voll der Mülleimer. Kein Plan. Ja, mach nochmal voll, genau, damit die Katzen nicht verhungern. Und dann geht's nach oben und dann kann ich nämlich den Part auch wieder beenden. Und der nächste Part wird dann äußerst interessant. Für mich zumindest, weil ich nämlich versuchen werde, den Namen vom Bengelchen zu ändern. Aber das werden wir dann sehen. So, alle im Bett? Ja, wunderbar, sehr fein. Kuschel dich an und tschüss. Gute Nacht. Es schlafen sogar gerade alle. Wahnsinn. So, und ich hoffe, wie gesagt, euch hat der Geburtstag gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.